Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. Wir sind jetzt hier auf dem Planeten gelandet und haben eigentlich ein kleines Date. Aber zuerst mal wenn wir mit ihm beiden hier quatschen. Solltest du nicht aufbrechen, Kerl? Ich wollte nur sicher gehen, dass du okay bist. Was denn? Glaubst du, ich bin nicht okay? Deine ja, die Mundzyklo mag nicht. Du hast bei der Landung meine Hände beobachtet? Oh, das ist gruselig. Ja. Und du? Pass auf dich auf. Keine sinnlosen Heldentaten, okay? Grace, du kannst auch mitkommen. Hast du Märchen über mich erzählt? Ich habe außer dir noch viele andere Gesprächsthemen, Kleiner. Na ja, gut. Dann sehen wir uns hier mal um. Ist das so ein Ding, wo ich hier nicht ganz normal rauflaufen? Suchen wir es hier als Eskorte. Der Treffpunkt liegt vor uns. Da hinten ist was. Ich glaube, da will ich noch gar nicht hin. Hier kann ich auch nicht gehen, oder? Nee. Rutsch ich gerade direkt ab. Okay, Walljump und da hinten festhalten. Hallo? Tut sie mir was? Ja. Okay, irgendwelche Krebstierchen. Ah, da geht's weiter. Zeit für eine Kletterpartie. Festhalten, BD. Ich muss mein Handy mal weglegen, weil Google Assistant immer wieder reagiert. Dö, einmal nach oben, BD. Wow. Muss vorsichtig sein. Ja, ist nicht der geilste Landeplatz, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, Abkürzung. Bitte nicht das Schiff treffen. Nice. Echt übel. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Ja, erstmal speichern. Sehr gut. Alles klar. Shit, das ist wieder so mega riesig. Wir müssen da nach rechts. Das wir gehen nach links. Was zum... Okay. Lieber nicht auf den Sand gehen, okay, Kumpel? Ich will nicht als Snack enden. Wie jetzt? Ich kann mich dann jetzt nicht frei bewegen? Okay. Wie geht's von hier aus weiter? Und da hinten ist ein großes Vieh. Also grundsätzlich nicht auf den Sand. Okay. Wow. Da kommt der beinahe instant. Oh, hallo. Magst du hier rauskommen? Der Sand ist ganz angenehm. Schön warm. Hallo erstmal. Alla. Der zwirbelt wieder. Okay, geil. Ausgewichen. Okay, BD, scan mal. Danke, BD. Können wir jetzt hier drin irgendwas Tolles machen? Nö, okay. Ah, da kommen wir nicht drauf. Ja, es kann doch nicht sein, wir haben doch irgendwas machen können, oder? Mal kurz schauen.
Ja, da oben meint er, dass man da irgendwie raufkommen könnte. Nee, da geht's nicht weiter. Hm. Da hätten wir wieder so ein Wall-Ding. Siehst nicht, wo es weitergeht. Da ist wieder so ein Wall-Teil. Wie komme ich da rauf? Okay. Schauen wir uns das nochmal an. Andererseits, er wird dann wieder respawnen, ne? Da vielleicht? Nö. Na gut. Geht's hier noch weiter? Ja, da links oben wäre noch was. Alter. Wie lange habe ich Zeit, bis der da kommt? Nicht sehr lange Zeit. Kann ich da irgendwie weiter nach hinten? Ich könnte es ja mit Express irgendwie versuchen, ne? Ich glaube, ich werde drauf gehen. Oh, fuck, 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 fuck. Erwischst du mich hier? Nee. Alter, lasst mich doch in Ruhe. Ich will euch doch eigentlich gar nicht töten. Beim ersten Licht brechen wir das Lager ab. Wir haben kaum noch Wasser. Wenn wir keine Oase finden, erreichen wir die Pilgerbrücke nie. Ah, ja, okay. Ich hätte jetzt sowieso hier rauf müssen. Okay. Nice. Und jetzt wieder nach oben. Dankeschön. Und Wallrun. Ja, geil, Kiste. Nice. Cool. Ja, das wär's dann. Warte, wie weiter? Also sind wir hier oben gewesen. Wir müssen irgendwie da rüber. Und das machen wir am besten so. Ich würde mich ja gerne mal fressen lassen. Um einfach zu sehen, was passiert. Schaffe ich es da rüber? Das wäre halt irgendwie das Tor da vorne. Geronimo. Lauf, 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 lauf. Oh yes. Dieses Tor, glaube ich, kriegen wir nicht auf. Ja, dann gehen wir mal da lang. Komm, komm, komm. Also, wir sind hier sicher? Nope. Ich werde ihn ausweichen. Was? Alla. Schluss mit Ausweichen. Ich will befördert werden. Oh, weg hier. Ja, das war's mit der Beförderung. Neue Ohren für unseren Kleinen. Hat mir das jetzt was gebracht, dass ich hier bin? Da hinten ist sowas wie ein Altar. Da hinten ist, glaube ich, Sackgasse. Wir müssen durch das Tor da irgendwie durch. Ah, da oben. Und da oben ist auch ein Weg. Ich glaube, wir müssen da hinten irgendwie raufkommen. Aber erstmal zu diesem komischen Altar. Was kann ich hier machen?
Ja, okay, da kann man jetzt einfach. Eine Gebetsmühle. Was ist jetzt der schnellste Weg zur Sicherheit? Ich glaube, wir müssen einfach rennen. Okay. Schneller, 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 schneller. Komm, 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 komm. Puh, okay. Gibt es hier einen Weg nach oben irgendwo? Nope. Ansonsten gehen wir mal wirklich zu dem Tor hin. Lalalalalala. Okay, so sieht also der Tod aus. Nice. Wer ist da durchgekommen? Kurz Wege prüfen. Wir gehen mal hier nach rechts. Nein, jetzt habe ich den ganzen Spaß da hinten verpasst. Das Kanonenboot fliegt zu dem Treffpunkt. Wir werden vor uns bei Fierce Escorter sein. Ich sehe. Was zum. Alter! Du Arsch! Dead End hier. Komm ich da rauf? Nein. Nicht mal mit springen? Ja, das ist nix. Das heißt, ich stecke hier fest. Du kommst jetzt, wenn ich hier reingehe, ne? Ja. Wie komme ich hier weg? Oh, jetzt siehst du erst, das ist eine Hand. Ich bin überfragt. Schneller, 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 schneller. Oh, okay, cool. Das kann ich also machen. Der gibt einfach nicht auf. Das verlangt Respekt. Yes. Ach, die Dinger schon wieder. Das hat irgendwie so einen ägyptischen Vibe, ne? Hilfe! Jetzt sind wir an die halt so wie die Skarabäen. Da gibt's was zu scannen? Ja, dann mach. Sehr gut. Archale, okay. Ein Haufen nix. Ist da noch was zum Scannen? Das hier. Irgendwas Interessantes? Gemeinschaftsplatz. Wow. Dieses komische Geräusch. Na, da oben geht's wohl weiter. Was haben wir hier hinten? Oh, da kann man einen Power Slide nach da unten machen. Ja, erstmal hier oben umsehen. Einmal hier rauf, auf die Wand. Was ist? Imperiale. Ja, die haben uns aber noch nicht bemerkt. Ah, da ist wieder so eine Werkbank. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine Schriftrolle. Wie lange die wohl schon hier liegt? Und Abkürzung. Nice. Hallo. Hallo. Offensichtlich das Oberkommando zu. Komm und kämpfe. Ich gewinne. Okay, die Feuerattacken sind echt fies. Keine Spur vom Piloten. Sollen wir das melden? Also die Augen offen. Früher oder später wird jemand kommen, um diesen Speed.
ist ein bisschen zu hoch. Und halte jede Person fest, die hier vorbeikommt. Verstanden. Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. Oh ja, vielen Dank für den Save Point. Einmal ausruhen, dankeschön. Dann geht's weiter. Was zum... Ja, diese Sprengladung müsste einfach ein bisschen schneller abgehen. Ja, noch mehr. Hast du mir zugesehen? Wie in alten Zeiten. Überrascht, mich zu sehen? Ich dachte, sie schicken wen, den ich nicht so gut kenne. Viel zu voreilig von dir, Cal Kestis. Seit wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorne. Dein Landspeeder? Die Sturmtruppen haben ihn. Mit denen werden wir schon fertig. Und uns haben sie jetzt auch. Versuch, ja, mega geil. Aufpassen! Mehr kannst du nicht? Ha, das hältst du nicht mehr lange durch. Wow, geil. Teamfinisher. Okay, kurzer Prozess. Gute Arbeit, Jedi. Noch mehr? Oh, was kommt da jetzt? Da kommen noch mehr. Erledigen wir ihn gemeinsam. Ich bin bei dir, Jedi. Okay. Alles okay? Was war das mit dem Pfeil nach unten jetzt? Das war der letzte. Du hast neue Tricks gelernt. Okay. Du anscheinend auch. Moment mal. Ne, hier ist nichts. Okay. Ja. Ich habe ein Kletterkabel. Siehst du was zum Festmachen? Ich habe ein Kletterkabel? Wie ist das? Oh, danke schön. Ja, cool. Du reist durch die Galaxis. Moment. Was machst du auf Jeddah? Da hinten ist ein Teil der Galaxis, Cal. Gut zu wissen. Ich besuche Seer von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Ja, okay, da komme ich nicht. Nein. Was denn? Und ich... Ey, ich will das auch können. Kannst du mir beibringen, wie man das macht? Vielleicht kann jemand in Seers Basis was damit anfangen.
Wir müssen auf die andere Seite. Aha. Ja, das könnte klappen. Okay. Gut. Wir sollten beim einen Planeten sind es die Datenkerne und hier sind es diese Schriftrollen. Ups. Ich wollte es eigentlich wegmachen. Ja, genau. Jo, das hat mal nicht geklappt. Neues. Sturmtruppen. Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Naja, Speeder ist Speeder. Und in der Wüstenlandschaft, glaube ich, hätte man den schon sehr gerne. Wir sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. So wie damals auf Nar Shaddaa? Richtig. Du gehst vor, Cal. Ganz was Neues. Der Rolimo! Sie kommen! Bitte zerstören! Cal, Vorsicht! Alla! Na? Ja, oder so. Das war's dann für Sie. Ja, Moment. Ich will, dass wir in der Stadt mal hier Goodies haben. Dafür werden Sie bezahlen. Scheiße. Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Speeder nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Ja, was mit unserem Schiff? Was zum? Vielleicht nimmt uns jemand mit. Na dann, komm mit. Okay. Fliegen hast du noch nicht gelernt, oder? Leider nicht. Da. Kannst du es sehen? Ja. Aha. Okay. Schlepp mir ins Zimt, Kumpel. Das hat funktioniert. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh, okay. Dankeschön, dankeschön. Das wäre fast schief gegangen. Nein, nein! Jetzt ist es schief gegangen. Was ist die Taktik da? Okay, so ist die Taktik. Du kannst es immer noch. BD ist ein bisschen langsam. Nein. Das war ein Witz, Droide. Nice. Goodies? Nö. Hier durch. Ach, es ist mal wieder so eine Spalte. Du steckst doch nicht fest. Nein, noch nicht. Ach, Sith-Spucke. Der Weg ist versperrt. Sith-Spucke? Pass auf! Jetzt ist er versperrt. Willst du mich umbringen? Tut mir leid, ich dachte... Es ist okay, Cal. Bleib zurück. Ich mach das. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, das du ins Chaos gestoßen hast. Unglaublich. Das sah anstrengend aus. Brauchst du eine Pause? Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Sears Basis sind. Hast du das gelernt? Datomir. Du bist wieder zurück? Ja. Meine Schwestern sind fort, doch ihre Weisheit bleibt. Ja, also ich hätte ja nichts dagegen, wenn du die ganze Zeit bei uns in der Nähe bleibst und mitkämpfst. Ah, die Spamele. Mit gewisse Dinge wirklich einfacher machen. Oh, Moment. Sie haben an einer Oase angehalten. Es wird wärmer. Erstmal safen. Wieder ausruhen. Dankeschön. Und weiter. Moment. Die Kreatur ist fort. Aber sie wird zurückkehren. Wir hätten diese Reise niemals antreten sollen. Mögen die Jedi uns beschützen. Noch nicht. Versuche weiter Kontakt herzustellen. Wann immer du bereit bist.
Das war wirklich ein schönes. Behaltet ihn im Auge! Nice. Jo, okay. Wie komme ich da rüber? Hier kannst du wieder dein Magic-Ding. Ach so. Maren, kannst du dich darum kümmern? Natürlich. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Du. Ein Aufwendiger. Was? Ach so. Jetzt wird gekämpft. Ein ordentlicher Treffer. Scheiß Flammenwerfer. Hä? Was? Ah. Guter Fund, BD. Alte Ruinen, ja wow, wer hätte es gedacht? Schon klar, du benutzt jetzt die Wände. Ja. Sonst komme ich ja nicht zu dir. Moin. Wo muss ich hin? Über? Mensch, die macht ja eh alles von alleine. Sie haben Angst vor dir. Ich weiß. Sie nennen mich den Wüstengeist. Wüstengeist, hä? Imperiale heimzusuchen ist sowas wie ein Hobby von mir. Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Da hinten ist aber noch eine Kiste. Wie komme ich da hinten rein? Gute Frage. Nein, runter. Okay. Es muss eine Ewigkeit gedauert haben, diesen Ort zu bauen. Und jetzt sind die Erbauer fort. Ich bin bei meinen Reisen auf die Überreste vieler Zivilisationen gestoßen. Alles verfällt, Cal Kestis. Nicht alles. Ich habe deinen Optimismus vermisst. Er ist heutzutage selten in der Galaxis. Vorsichtig. Es ist ein einziges großes Labyrinth hier. Wallrun. Das hat mir jetzt irgendwie nicht sehr viel gebracht. Achso, gut, hier weiter nach oben. Nice. Kann ich es jetzt aufmachen hier? Ne. Ah, nach da drüben. Okay. Deckung hoch. Nice. So, einmal scannen und wie geht's jetzt weiter? Mal sehen. Spuren. Ah, vielleicht da. Yes. Bitte Ausdauer, bitte Ausdauer, bitte Ausdauer. Ja, gut. Macht Sinn. Kann man auch machen. Aber hier unten ist definitiv finito, ne? Ja, also nochmal hier nochmal kurz weiterschauen. Also es hat hier noch ein bisschen mehr. Kann ich denke irgendwie rein zu. Ah ja. Ja, ich glaube, that's it. Gehen wir wieder nach oben.
So, da ist auch so ein Ding. Das bringt mir nichts. Und dann nach unten ist auch eine doofe Idee. Ja, jetzt ist offen. Ach so, nee, wir sind nur so weit unten. Und einmal so. Sag mal, sie, kannst du nicht hier aufmachen? Nee, glaube ich, war nicht so weit unten. Ich hätte nur das. Nein! Ich glaube, ich hätte mich da hochziehen können, oder? Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Ausgang? Ganz oben. Wie komme ich noch da ganz oben zu dem? Sie schaut auch nach oben. Wie komme ich da hoch? Ach, vielleicht von da. Ja, wow. Gegner voraus. Nice. Es stehen keine Gegner mehr. Ja, Kleiner, die Werkbank will ich eigentlich jetzt nicht nutzen. Aber Kiste? Hä? Was willst du scannen? Ach, das hier. Aha. Die sehen aus wie Jedi. Seer sagt, Jedha war einst die Heimat von vielen, die deinesgleichen verehrten. Vielleicht waren sie es. Meinesgleichen. Weißt du, wer das war? Ich nicht, aber Seer vielleicht. BD sieht ja aus wie Cal. Früher bist du gerne geklettert. Es ist nützlich. Wenn das ein Witz war, hoffe ich, dass du abstürzt. Wow. Ja, wieder einmal hier hin. Warte, was macht ihr hier oben? Und tschüss. Was? Er lebt noch? Ach, du hast Jetpack. Ja, dann halt so. Aktivieren. Dankeschön. Okay. Hammer. So, scannen. Gute Arbeit, BD. Da ist auch noch was. Ist da hinten ist nur eine Abkürzung. Soll ich das mal kurz nutzen zum Speichern? Ach nee, wir machen jetzt hier mal weiter. Oh, geil. Oh, no, scheiße. Bosskampf. Ein Skrytenbau. Aber wo ist ein das Skryten? Da kommt etwas. Oh. Nehmen wir uns den gemeinsam vor. Stirb jetzt, Flutlicht! Hier oben! Ergib dich! Machst du eigentlich Schaden? Oh, scheiße. Es war ja klar, dass du wieder so einen Finisher hast, der mich komplett fertig macht. Aber es hätte nicht mehr so viel gebraucht. Das kriegen wir hin zu zweit. Und jetzt bin ich hier. Bist du der Expressweg nach da oben? Gegner nähern sich. Nein! Oh.
Ah, das wollte ich jetzt eigentlich. Ah, was ist das? Ich bring mich mal schnell um. Ach nee, jetzt bin ich automatisch wieder da unten. Komm rauf hier. So. Ciao. Oh, was zum... Es war ja eine riesen Statue hier. Ja, du musst erstmal treffen. So, einmal heilen und jetzt wieder runter. Ich fühle mich viel besser. Danke. Also da wäre jetzt irgendwie ein Safe Point hier oben geil gewesen. So, da ist er ja. Es braucht nicht mehr viel. Yes. Geil. Gute Arbeit. Gleichfalls. Gut gemacht. So, haben wir ein paar Goodies. Alle tot hier. Hilfst du mir? Muss ich? Ja, weil sonst komme ich ja nicht raus. Sir wäre enttäuscht, wenn ich dich in der Wüste zurücklassen würde. Södele, dann wären wir jetzt hier unten, wo wir die eigentlich hin sollten. Ja, Moment, erstmal umsehen. Jo, da geht's nicht weiter. Okay, hier hinten. Bist du müde? Ich sehe mir nur alles an. Ja, mein Handy ist wieder... Mann. Muss mein Handy wirklich raustun. Ich frage mich, was Spamele fressen. Was frisst du, Tierchen? Der Sturm kommt näher. Wir müssen gehen. Ja, ja. Ja, gut. Hallo? Brauchst du Hilfe? Danke. Aber ich schaff's auch so. Na los. Boah, wie geil. Oh, du bist sogar noch recht schnell. Kannst du auch springen? Nee, du schaffst das! Langsamer jetzt. Okay, das ist wie so ein Abenteuer. Ist es weit bis zur Basis? Nicht mit unserem neuen Freund. Und jetzt haben wir Zeit, uns auszutauschen. Da hast du recht. Es ist Jahre her. Du hast sicher die gesamte Galaxis gesehen. Beinahe. Wie war's? Großartig. Die sinkende Stadt Komato. Die Klippen von Persaia. Die Galaxis leidet. Aber es gibt da gehen wir lieber immer noch nicht runter. Schönheit. Das ist der Rückweg. Begegnungen mit dem Imperium? Ja. Es sind dunkle Zeiten. Ich habe möglichst vielen geholfen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Geht mir genauso. Ja, dann wo mal ganz auch kurz immer umsehen. Ich war, habe ich oft an dich gedacht. Wow. Sehr schick. Ah, und wir schweben. So ein bisschen. Ich habe noch nie so einen Sturm gesehen.
Es ist schwer zu sagen, wie lange eine dauert. Wir sollten nicht warten, um es rauszufinden. Ganz meine Meinung. Du bist hier jahrelang aus dem Weg gegangen. Warum besuchst du sie jetzt? Ich brauche ihre Hilfe. Wir suchen etwas, das mit dem Orden zu tun hat. Interessant. Bist du noch wütend, weil wir gegangen sind? Ich habe es nicht kommen sehen, Maren. Dass jeder von uns getrennte Wege geht. Ich verstehe, Cal. Aber wir hatten unsere Gründe. Ich frag mich, ob dieser Moment, Mann. Sollte ich hier mal absteigen und schauen, ob ich hier was entdecken kann? Ja, ich kann gar nicht absteigen. Okay. Spamil, Freund, geht das nicht schneller? Ja, linke. Drück's ja! Brechen wir auf! Wir müssen uns beeilen! Schneller! Ja, ich gebe mein Bestes. Oh mein Gott, Kampfläufer. Ja, dem will ich jetzt nicht unbedingt begegnen. Wir müssen schneller werden. Das Spamel hat Angst. Es wehrt sich. Nur die Ruhe. Oh, was zum... Das war so ein Secret Teleport hier. Und ich könnte. Okay, Karte kann ich auch nicht benutzen. Kannst du mich hören? Ich sehe sie nicht, BD. Hast du nicht sowas wie ein Leader-Sensor oder sowas? Das wäre gerade sehr praktisch. Okay. Vorerst. Hier lang. Wohin jetzt? Wir müssen in Bewegung bleiben. Okay, sehr praktisch. Schnell, Cal. Kannst du schneller gehen? Oh, scheiße. Andererseits, da was Spamil hinlauft, ist vermutlich Schutz. Okay, da hat's noch mehr. Warum steht sie da einfach nur so rum? Nice. Oh fuck, Kampfläufer. Was soll ich denn gegen den Kampfläufer machen? Alla. Ah, Kampfläufer, komm her. Nein! Scheiße! Noch eins! Das ist natürlich eine geile Taktik, ne? Oh ja, komm her. Oh, okay. Sehr nice. Hörst du das?
Das ist doch nicht etwa... Das Spamel muss Unterschlupf gefunden haben. Hier lang. Das Spamel hat uns gerettet. Dann verzeihen wir ihm, dass es uns zurückgelassen hat. Einverstanden. Na schön. Das sollte für die Nacht reichen. Setz dich. Was haben du und BD erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Dasselbe wie immer. Das Imperium bekämpfen, aushelfen, wo es geht. Wir konnten nirgendwo lange bleiben. Und, ich glaube, wir sind auf etwas gestoßen. Ein Ort, wo das Imperium uns nicht finden kann. Aber ich müsste den Kampf aufgeben. Und viel mehr als kämpfen kann ich nicht. Cal. Sieh in das Feuer. Es schenkt dir Wärme. Es lässt dich nicht allein. In dunklen, einsamen Nächten, oder? Doch lässt man es außer Acht, werden die Flammen alles auf ihrem Weg verzehren. Bis nur noch Asche übrig bleibt. In kalten Nächten aber, Nächten wie dieser, ist ein wärmendes Feuer perfekt. Und die Gesellschaft ist auch nicht übel, oder? Hab dich vermisst, Maren. Ich dich auch. Ich konnte nicht bleiben, Cal. Ich musste erst lernen, die Galaxis auf meine Weise zu sehen. Was hast du gefunden? Mich selbst. Im Angesicht aller Wesen und Welten, auf die ich stehe. Datomir bleibt natürlich meine Heimat, aber es kann nicht bestimmen, wer ich bin. Mir war nie klar, warum du gegangen bist. Aber jetzt, wo wir hier sitzen, glaube ich, du hast das Richtige getan. Da haben sich ein paar gern. Du hast eine Stelle übersehen. Morgen. Das Wetter hat aufgeklärt. Gehen wir. So, das machen wir aber nicht mehr in dieser Episode. Das machen wir in der nächsten. Wir sind schon wieder an der Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War spannend. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.